Tag der Arbeit. Ich begrüße euch ganz herzlich hier im TSW 4 und ich stelle ihn bei meinem Handy leise. Sehr guter Zeitpunkt für Nachrichten. Guten Abend, Lokführer. Heute fahren wir mit diesem Zug in Richtung. Ja, so viel dazu. Der Text ist dann schon weg. Wir befinden uns im Siemens Vectron Baureihe 193 auf der Strecke Dresden-Riesa und fahren hier einen Personenzug und zwar Doppelstockwagen haben wir hinten dran. Und der Bahnhof ist richtig schön gefüllt. Ich würde sagen, wir machen mal das, was das Spiel möchte, nämlich aufrüsten, Fahrtrichtungswende nach vorne gestellt, Türen machen wir rechts auf. Dann machen wir uns mal die PZB und die LZB an. SIFA können wir uns auch anmachen, weil ich den SIFA-Ton hier recht entspannt finde. Dann vorne dreimal rot, hinten vorne dreimal weiß, hinten zweimal rot. Das passt soweit. Genau. Und dann sind wir gleich auch schon abfahrbereit. Hier in diesem Szenario übrigens. Dann einmal das hier auf das mittlere Display umgestellt. Dann schließen wir die Türen. Zugsammelschiene ist an. Sehr gut. Gehen mal einmal ganz kurz noch hier in die Einstellung. Wenn das Signal es zulässt, fahren Sie bitte nach Riesa. Bitte denken Sie daran, alle Signale entlang der Strecke zu beachten. Machen wir natürlich. Wir erhöhen die E-Bremskraft noch auf 240 kN, einfach weil wir es können. Und dann an dieser Stelle auch noch den Modus O der PZB und die Zugbeleuchtung auch gerne an. So. Das Signal zeigt immer noch Halt. Dann können wir einfach mal ganz kurz in den Fotomodus springen, weil das so viel Spaß macht hier im Fotomodus und können uns einmal das Fahrzeug nochmal hier angucken im Fotomodus. Dazu einmal ganz kurz die Schärfentiefe ganz runtergestellt. Den Schwerpunkt setzen wir dann auch, also im Grunde um den Fokuspunkt da. Und dann das Sichtfeld ein bisschen geringer einstellen, den Fokus nachziehen. So. Bisschen zurück. Ja, genau. Dann nochmal den Fokus erneut nachziehen. Genau. Ja, und dann vielleicht noch ein bisschen die Belichtung runter. So. Bisschen wie die Vignette hoch. Genau. Und zack, haben wir einen wundervollen Screenshot hier. Von der 193 hier im Bahnhof. Oh, das sieht auch hübsch aus. Oh ja, das ist doch mega schön, oder? Ach ja, der Fotomodus, ganz toll. Also da muss ich wirklich sagen, kann ich mich echt stundenlang mit beschäftigen mit dem Fotomodus. Aber dann einmal zurück. AFB machen wir uns auch noch an. Und setzen Sie erstmal auf 40. Genau, und bestätigen. Dann Lokbremse lösen. Die indirekte Bremse lösen wir auch. So. Und können Leistung aufschalten. Einmal das Ebola-Display noch auf dunkel gestellt. Und auf geht's. So. Ah, das Signal ist gerade umgesprungen. Sehr gut. Heißt also, wir haben kein rotes Signal mehr vor uns. Und dürfen dann mit 40 ausfahren. Und so. Mit 50. Pardon. Und die Ankündigung auf 40. So herum war das. So, sind aber, haben noch die 1000 Hertz Beeinflussung, sind sowieso auf 45 km/h überwacht. Insofern befreien wir uns noch nicht, können wir noch gar nicht. Ja, da sind wir unterwegs, Siemens Vectron. Herrlich. Also ich sag euch eins, Leute, die Lok macht unglaublich viel Spaß. So, Vorsignalwiederholer. Und wir haben halt zu erwarten mit verkürztem Bremsweg.
Also einmal die E-Bremse rein. So. Lassen wir mal rollen. Wenn wir eher auf ein haltzeigendes Signal zufahren. Achso, übrigens, das ist tatsächlich für mich das erste Mal gerade, dass ich die komplette Strecke Dresden-Riesa hier abfahre im TSW 4. Und weil es das erste Mal ist, kann es sein, dass hier noch ein paar Stotterer da sind, die dann aber zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr da sind. Also wenn man die Strecke mehr als einmal lang gefahren ist, dann werden die Stotterer anscheinend weniger. Und da das aber jetzt im Grunde genommen die erste Fahrt ist hier auf der Strecke, im TSW 4, kommt das halt vor, dass da ab und an mal so ein kleines Gestotter herrscht. Okay, Signal ist umgesprungen. So. Bestätigen wir natürlich. Und auch das wird bestätigt. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Und halt zu erwarten mit verkürztem Bremsweg. Also auf jeden Fall schon jede Menge PZB-Action hier in den ersten paar Minuten. Wir scheinen da wohl jemandem hinterher zu fahren. So, da kommt eine 146 mit Dossos. Wahnsinn, was hier los ist. Ja, ist ein Szenario. Ne? Keine Fahrplanfahrt. Und wir müssen da vorne... Nein, wir müssen da nur drüber fahren und nicht anhalten. Aber ein haltzeigendes Signal ist sowieso angekündigt. Mhm. So, das bestätigen wir. Anhalten müssen wir hier nicht. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt irgendwo anhalten müssen. Vectron ist die Lokomotivplattform für den europaweiten Grenz... Okay. Habe ich das hat zu spät eingeblendet? Naja, gut. Also, ne, kann ich aber auch ein bisschen was zu erzählen. Der Vectron ist tatsächlich mehr oder weniger eine Art Lok-Plattform von Siemens. Und auf Basis dieser Plattform gibt es sehr viele verschiedene Varianten vom Vectron, die je nach Land unterschiedlich sind, in denen, in das, wo halt eben der Vectron fährt. Und da gibt es unterschiedliche Ausstattungen mit unterschiedlichen Maximalgeschwindigkeiten. Unser Vectron kann 200 fahren, was sehr cool ist. Es gibt Vectrons, die haben beispielsweise noch ganz andere Sicherungssysteme. Die haben zum Beispiel hier diesen hohen Tisch, wo hier nochmal so ein Kasten da drauf ist auf dem Tisch. Das sind, glaube ich, unter anderem die italienischen Varianten, meine ich, mit diesem Kasten da drauf. Ja, also da gibt es jede Menge unterschiedliche Ausführungen vom Vectron. Angefangen bei dem Prototypen, der bis heute unterwegs ist für die SNCB, für die belgische Staatsbahn. Ne, wenn man sich die Lok anguckt, sieht aus wie ein Vectron, aber irgendwie nicht so ganz. Liegt halt eben daran, dass es ein Vectron ist, aber eben nicht so ganz. Oh, wisst ihr was? Wenn wir schon den Fotomodus haben, dann müssen wir doch genau hier mal ein Foto machen. Das kann ja nicht angehen, dass wir hier kein Foto machen. So, Einstellungen sind schon da. Die Voreinstellungen.
So vielleicht. Oh ja, das ist aber schön. Hm. Vielleicht noch ein bisschen höher, genau. Ja, ja, ja. So. Vielleicht ein bisschen das Sichtfeld erhöhen, damit wir mehr sehen vom Hintergrund. Dann können wir ein bisschen näher ran. Ups, nee, das wollte ich noch gar nicht. Und dann den Schwerpunkt einmal neu setzen. So. Oh ja. Ups, das ist verwackelt. Auch das kann mal passieren im Fotomodus, dass man mal verwackelt. Also, ne, man kann da wirklich ganz kreativ werden. Man muss ja nicht nur die Lok fotografieren, man kann ja auch alles Mögliche fotografieren. Wir können ja auch hier zum Beispiel einfach mal so ein Signalbild gut in Szene setzen. So zum Beispiel. Ne, das sieht ja auch irgendwie ganz hübsch aus. Also, Fotomodus, muss ich sagen, sehr selige Erfindung, gefällt mir sehr. Habe ich sehr viel Spaß mit. Aber fahren wir mal weiter. So, Signal ist mittlerweile umgesprungen. Ja gut, ich hätte mich ja nicht befreien müssen. Jetzt kriegen wir eh eine Beeinflussung. Genau. Allerdings diesmal auf 85. Die Einschränkung durch die PZB. Und einmal vorbei an Dresden Neustadt. Auch ein wundervoller großer Bahnhof. Einmal hier durch. Herrlich. Und weiter geht's. Ah, laut HUD dürfen wir 80 fahren. Bin mir noch nicht ganz sicher. Weil ich glaube, das HUD zeigt uns an dieser Stelle die Gleisgeschwindigkeit an. Und nicht das, was uns signalisiert wurde. Deshalb gehen wir weiterhin auf die Signale. Hier ist aber auch die Ankündigung für 80. Okay, dann machen wir das mal. Dann stellen wir die AFB auf die 80 hoch. Bestätigen. Und es wird beschleunigt. So, jetzt können wir endlich mal ein bisschen auf Geschwindigkeit gehen. Oder kommen. Ab hier sind es dann 100. Können wir die AFB schon mal hochstellen. So, haben wir schon mal auf 100 eingestellt. Und wenn unser Zug dran vorbei ist, können wir auch direkt schon mal auf 160 hochstellen. So, und können eigentlich schon auf Bestätigen drücken. Und jetzt wird beschleunigt. Über einen Ort fahren, Coswig. Ich glaube, wir müssen tatsächlich nur in Riesa anhalten. Wir fahren einmal tatsächlich durch von Dresden nach Riesa. In diesem Szenario. Ohne planmäßigen Zwischenhalt zum Fahrgastwechsel. Das Szenario heißt Tag der Arbeit. Und wird mitgeliefert mit dem Vectron.
Wir können auch sehr schön übrigens hier in der Übersicht sehen, was unsere einzelnen Fahrmotoren machen. Der Fahrmotor 2 und 4 haben gerade Leistung aufgeschaltet. Wir haben 15, sogar 16 kV gerade Strom oder 15,9 kV. Haben hier gerade, fahren die gerade mit ungefähr so, ja, 80 Ampere Oberstrom. Das R steht, glaube ich, für Radebeul. Hier sehen wir die Gesamtzugkraft. Die sehen wir auch hier nochmal, die Gesamtzugkraft. Das sind unsere Bremsanzeigen. Hier sehen wir, wie viele Kilowattstunden wir insgesamt bisher verbraucht haben. Und die gelbe Zahl zeigt, wie viele Kilowattstunden wir bisher zurückgespeist haben. So, hier können wir mit dem Display nichts machen. Das ist okay. Aber es macht so unglaublich viel Spaß, ich sag euch das. Also es ist wirklich meines Erachtens die beste Lok, die es im TSW gibt. Ich würde sogar fast sagen, sie ist noch besser als die Baureihe 101. Und das ist schon, also wer hier länger zuguckt, der weiß ganz genau, wie sehr ich diese Lok liebe. Wie gerne ich mit der fahre. Und der Vectron ist aber auch da, liegt da nochmal eine Schippe drauf, finde ich. Der Sound ist auch sehr gut gelungen. Wie mir gesagt wurde, nicht perfekt. In den unteren Geschwindigkeitsbereichen ist er wirklich sehr, sehr gut. Ab, ich glaube, 60, 70 km/h oder sowas wird es ein bisschen, ja, nicht ganz realistisch. Aber eventuell kommt da auch irgendwann nochmal ein Soundmod oder sowas. Mal schauen, was sich da die Community so ausdenkt. Aber insgesamt, trotz, selbst ohne Soundmod, ein hervorragend guter Sound, so 130 angekündigt. Dann einmal schön mit der E-Bremse rein. Dann sehen wir auch hier links in dem Display, wie langsam die Zahl hochgeht, wie wir Strom zurückspeisen. So, sehr gut, haben wir gemacht. Und dann können wir die AFB einmal runterstellen auf 130, bestätigen. Da gibt es auch bestimmt einen Shortcut fürs Bestätigen, aber den kenne ich gerade nicht. Und ich will jetzt aber auch nicht die Fahrt nochmal irgendwie im Menü unterbrechen, weil es gerade so viel Spaß macht. Oh, wir haben, habe ich jetzt gerade im HUD gesehen, keine gute Idee, jetzt die ganze Zeit draußen zu sein, weil da anscheinend gleich irgendwas kommt, was bestätigungswert ist. Da blinkt schon was. Ankündigung auf 120. Müssen wir nicht bestätigen. Wir lassen mal rollen. Ganz leicht lasse ich mal die E-Bremse drin. Auch da blinkt es wieder. Ohne Geschwindigkeitsanzeige. So. Und damit haben wir Halt zu erwarten. Machen wir schön alles mit der E-Bremse. Und müssen da vorne über ein Gleis fahren, okay. So, da haben wir HL1, also Fahrt mit Höchstgeschwindigkeit.
Aber ich glaube, also wir befreien uns mal, aber ich glaube, dass sich das gleich noch ändern wird. Na? So, ich lasse mal das HUD drin. Vielleicht kommt ja jetzt irgendwie so eine Art Meldung oder so. Über einen Ort fahren, Niederau. Okay, kein Text. Kilometer 101,6 hier auf der Hektometertafel. Gut, dann fahren wir mal mit Höchstgeschwindigkeit weiter. 120 sind freigegeben, eingestellt in der AFB und bestätigt. Und dann wieder hoch mit der Geschwindigkeit. Ach, herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Okay, und das war's auch schon mit Geschwindigkeit. Das war ein HL10, ein Halt zu erwarten. In HL10 haben wir nur oben links das orangene Lämpchen an und sonst nichts anderes. Es blinkt auch nicht, sondern es ist durchgehend an. Das ist ein HL10 und sagt uns, dass das nächste Hauptsignal rot ist. Also, dass wir HP0 haben. Oder im HL-Signalsystem hieß es früher auch nur HL13. Also wir haben eine ganz gute Bilanz, würde ich sagen, bisher, ne? Also 176 verbraucht, aber fast die Hälfte davon oder mehr als die Hälfte davon auch schon wieder zurückgespeist. Also, ja, nicht schlecht. Da vorne ist auch schon das HP0. Ja, sie vermeldet sich auch immer mal wieder. Soll so ruhig. Genau, Beleuchtung können wir auch anmachen, aber brauchen wir heute nicht. Okay, das Signal ist umgesprungen. Sehr gut. So. Das sieht aus wie ein 146. HL. Nee, das ist kein HL1. Das war kein HL-Signal. Sehr schön. Und wir haben wieder Halt zu erwarten. Also runter mit der Geschwindigkeit. Wird natürlich bestätigt. So, auf unter 85 runter.
Und da müssen wir wieder über einen Ort fahren. Ist das das? Ja, doch. Ja, da meldet sich die SIFA wieder. Und runter mit der Geschwindigkeit. Das Signal zeigt HP0. So, 500 Hz-Magnet ist auch an. Ah, doof. Signal ist gerade umgesprungen. Wir haben aber die 500 Hz-Beeinflussung. Das heißt also, wir fahren. Ach, sehr schön. Ich dürfe jetzt nicht zu schnell fahren. Die Vectron erfüllt zuverlässig alle europäischen Anforderungen und Transportaufgaben dank ihrer modularen Bauweise. Uiuiui, also wer soll denn den Text so schnell lesen, meine Freunde? So, also da sehen wir wirklich, mit was für einer Zugkraft wir hier fahren können. Der Wahnsinn. Wir haben ja die Zugkraft ja sowieso erhöht. Oder war es nur die Bremskraft? Doch, sowohl Zugkraft als auch als auch Bremskraft sind auf Maximum. Und haben noch 23 Kilometer vor uns. So. Ja, bis Riesa ist es jetzt auch nicht mal allzu weit. Und da ist eine 146, die steht hier. Hallihallo. Da sind Kühe. Hallo, ihr Lieben. Hier wäre ein Zaun nicht schlecht. Lieber Herr Bauer. Wir können einmal ganz kurz mal versuchen, den Zug an uns vorbeifahren zu lassen. So, noch ein bisschen. Ups. Ah, wie habe ich das jetzt gemacht? Oh, ich hab den Shortcut gefunden, wie ich in den Fotomodus komme. Moment, ich hatte die Umschalttaste und dann die Leertaste, glaube ich. Aha, okay, interessant. Aha, Umschalttaste, Leertaste. Nice.
Gerade herausgefunden, wusste ich gar nicht. Also, oh. Ah. Okay, irgendwas. Ist das die SIFA gewesen? So, können wir jetzt fahren? Ja. Okay, wird wohl eine Sichtverzwangsbremsung gewesen sein. Ja, auf jeden Fall cool, der Shortcut. Also, wer es nicht weiß, für den PC mit der Shift-Leerzeichen, genau. Shift-Leerzeichen, nicht Umschalttaste. Shift-Leerzeichen ist der Shortcut für den Fotomodus. So, dann mal hoch auf die 120. Immer wieder eine herrliche Strecke und vor allen Dingen jetzt mit dem TSV4-Upgrade noch ein bisschen schöner. Da ist noch 146. Hallihallo, einmal gegrüßt. Oh, ist das schön. Ist das schön. Hier in dieser abendlichen Sonnenuntergangsstimmung mit dem Vectron über die vielleicht schönste Strecke im TSW. Die vielleicht schönste deutsche Strecke im TSW brausen. Eieiei, das ist doch herrlich. Wir dürfen weiter nur 120 fahren.
Gleich dürfen wir 130 fahren und ziehen hier einmal ganz entspannt durch Ostdeutschland, durch Sachsen, durch das 16. beliebteste Bundesland Deutschlands. Was wir auch haben, ist die Oberleitung, die hier angepasst ist, übrigens auf TSV4-Style. Ja, also diese etwas dickere Oberleitung, die dann eben von weiterer Entfernung gut zu sehen ist und nicht so flackert, was ganz hübsch gemacht ist. Also gefällt mir auf jeden Fall sehr. Einer dieser Verbesserungen vom TSV4 gegenüber dem TSV3 und den anderen Vorgängern. Einmal noch rüber gewechselt. Und jetzt dürften wir vermutlich gleich auch schon schneller fahren. Genau, hier sind dann die 130. Können wir schon mal voreinstellen in der AFB. Wenn unser Zug die Weiche verlassen hat, was jetzt ungefähr der Fall sein wird, können wir beschleunigen. Und da ist aber auch schon wieder die Ankündigung auf 120. Also brauchen wir gar nicht so sehr zu beschleunigen. Haben, glaube ich, immer noch eine ganz gute Bilanz, würde ich sagen. Oh, fast 50%, also 40% der Energie, die wir verbraucht haben, ist wieder eingespeist in die Oberleitung. Sehr schön. SBB Alpe Zehmer. SBB Cargo hier. Mir war nicht klar, dass in Szenarien tatsächlich Repaints auch dass in Szenarien auch Repaints hinein subben. Aber schön zu sehen, dass der Alpe Zehmer auch dabei ist. Ohne SBB-Logo, weil die Logo-Mod an dieser Stelle noch nicht funktioniert für den TSW4 zum Zeitpunkt der Aufnahme. Aber das kommt sicherlich alles noch. Kann natürlich hier Rollos runterstellen. Da ist auch schon wieder ein Zug. ...146, natürlich. Was auch sonst. Ich glaube, in Realität sind hier eigentlich die 146 Einser unterwegs. Und nicht die 146.2 Loks, aber wir haben ja nur die 146.2. Leider. Aber it is, wie it is. Wie man bei uns im Rheinland sagt. Ich komme aber nicht aus dem Rheinland. Oder nicht ganz. So, 6 Kilometer noch, dann haben wir es geschafft für heute. Dann sind wir das Szenario einmal komplett abgefahren. Und ja, abgefahren, das kann man auf jeden Fall zu dieser Lok hier auch sagen. Denn das ist sie definitiv. Gute Überleitung, ne? King der Überleitung.
Ach, sehr schön. Das ist das neu auf der Strecke? War das jetzt das, dass wir... Moment. So, jetzt habe ich nicht mehr ganz auf dem Schirm gehabt, weil mich das komplett überwältigt hat. War das das, wo wir auch den Stromabnehmer senken mussten? Das war definitiv in der TSW-3-Version nicht da. Das ist mir nämlich mal aufgefallen in der Train Simulator-Version von Dresden-Riesa. Sind nämlich diese Signalbilder da. Aber in der TSW-Version haben die mir immer da gefehlt an der Stelle. Und jetzt sind sie aber doch da. Das ist ja mal cool. Das wusste ich nicht, dass das jetzt hier auch mit dabei ist. Jetzt weiß ich nur nicht, ob ich hätte den Stromabnehmer senken sollen oder ob das jetzt gereicht hat mit dem Hauptschalter. Ich glaube, ich hätte den Stromabnehmer senken müssen, oder? So, weiter in 120. Okay, dann bestätigen wir das Signal. So, einmal schnell runter auf unter 85. Das war übrigens, glaube ich, ein HL7. Oder? War es das? Ich war mir nicht ganz sicher. Hat aber geblinkt, dann müsste es doch ein HL7 sein. Oder ist das überhaupt kein HL-Signal? Nee, gar nicht. Okay, dann ist das. Dann ist das kein HL7. Pardon. Das ist aber ein HL-Signal. Und zwar müsste das ein HL12A gewesen sein. Geschwindigkeit 40 km/h ermäßigen und Halt erwarten. Dann machen wir das mal auch. Die 40 kommen auch gleich schon. Wie angekündigt durch unser HL12A. Und da sind wir auch schon in Riesa. Da ist auch ein bisschen was abgestellt an Rollmaterial. Und da vorne halten wir dann. Ich glaube nicht, dass wir hier halten. Aha, auch interessant hier. So, einmal ausrollen lassen. Bis ganz ran ans Signal. Und wir halten an. So. Fahrgäste einsteigen lassen. Und ja,
Das wäre es dann auch für heute. Gehen wir mal hier in den Fotomodus und vom Fotomodus aus verabschiede ich mich von euch. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ihr habt Spaß an den Videos hier vom TSW 4. Ich habe auf jeden Fall jede Menge Spaß gerade mit dem Spiel. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.